Herzlich willkommen in diesem neuen Video. Ich bin Niklas, ich bin 26 und ich habe mir gerade eine Bude im Wald gebaut, um mein inneres Kind wieder spielen zu lassen. Und das ist mein Impuls für dich, genau das Gleiche auch zu tun. Also nicht unbedingt eine Bude im Wald zu bauen, sondern dein inneres Kind wieder spielen zu lassen. Denn das macht extrem viel Spaß und bringt dir genau diese innere Freude, dieses innere Glück, diese innere Zufriedenheit wieder zurück in deinen Alltag, wenn du auf dein inneres Kind hörst, diese innere Stimme, dieses Bauchgefühl, dieses innere Kind, was zwischen euch anklopft, spielen möchte und auch mal eine Bude im Wald bauen möchte, dann ist es deine Aufgabe, genau auf dieses innere Kind zu hören und das zuzulassen, dir selbst zu erlauben, wieder zu spielen und zu spüren, was dadurch alles entstehen darf, was du dadurch fühlen darfst, was du dadurch im Innen erschaffst und dann gleichzeitig aber auch im Außen. Denn in Wirklichkeit sind wir doch einfach alle Kinder, die ab und zu spielen wollen. Und warum solltest du dir das verbieten? Na, weil du jetzt erwachsen bist? Nee. Lern wieder zu spielen. Lern wieder zu spielen, lass das zu und hör auf dein inneres Kind, wenn es nach dir ruft. Frage an dich, was machst du? Was machst du jetzt gerade, wenn dein inneres Kind anklopft? Was machst du, wenn dein inneres Kind anklopft? Schließt du die Tür ab oder machst du die Tür auf, lässt dein inneres Kind rein und spielst mit deinem Kind? Was machst du? Schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Und damit heiße ich dich ganz herzlich willkommen in diesem Video. Ich habe es euch in der Podcast-Folge angeteasert. Da geht es um das innere Kind und das innere Kind wieder spielen zu lassen. Darum ging es ja auch im letzten Video. Und in dieser Podcast-Folge ist mir noch eine weitere Möglichkeit eingefallen, wie wir das innere Kind wieder zum Spielen bringen. Und ich zeig dir mal kurz, was ich jetzt gerade die letzte Stunde gemacht habe. Und zwar gehen wir hier raus. Schwenken einmal und das ist meine Bude, die ich in der letzten Stunde hier mitten im Wald gebaut habe. Wenn wir hier rumgehen, ja, für eine Stunde, gar nicht so schlecht. Hier schön mit den Langästen oben am dicken Stamm die Verankerung, damit auch nichts wegrutscht. Alles schön stabil ineinander verkeilt, hier am Boden schön reingerammt, noch rückverankert hier mit einem dicken Stein. Einfach meine Bude mitten im Wald. Ich wollte das auch eigentlich erst aufnehmen. Hier die Kamera irgendwie hinstellen, wie ich dann so eine Bude baue. Aber ich war einfach voll im Film und habe das so sehr genossen, einfach so die Äste hier zu suchen. Und dann habe ich irgendwie direkt angefangen zu bauen. Da habe ich nur zwischendurch immer wieder gedacht, ja komm, jetzt stellst du eben die Kamera auf, nimmst das auf. Aber irgendwie hatte ich da gar keinen Bock drauf. Irgendwie war ich so in diesem Film drin, dass ich nur Spaß daran hatte, diese Bude zu bauen, ein bisschen Holz rauszusuchen und habe das einfach voll genossen. Bin auch ein bisschen aus der Übung irgendwie raus, schön die Hackearme aufgerissen, aber das war es wert. Und du spürst es jetzt vielleicht gerade auch bei mir, diese Euphorie, die damit einhergeht, die ist auf jeden Fall am Start. Und das ist auch genau das, was ich in der Podcast-Folge dann damit gemeint habe. Ich setze mich mal wieder kurz in meine Bude. Das ist genau das, was ich in der Podcast-Folge damit gemeint habe. Weil während du das machst, während diesen Vorgängen, so ich baue jetzt im Wald und baue eine Bude, da denkst du nicht daran, was irgendwie morgen, gestern, Zukunft, Vergangenheit war, sondern du bist voll in diesem Moment. Du bist einfach voll präsent. Und das habe ich jetzt auch wieder heute gemerkt in der letzten Stunde. Also ich habe ein paar Mal daran gedacht, die Kamera aufzustellen, so als Beispiel, aber dann im nächsten Moment habe ich direkt wieder gedacht, oh, dafür brauche ich noch einen Stock, Und jetzt sitze ich hier und kann es einfach voll genießen. Also das ist einfach schön. Jetzt habe ich hier, ja, das innere Kind spielen lassen, eine Bude gebaut und werde jetzt in den nächsten Wochen, wenn ich Bock habe, einfach immer mal wieder hier zurückkommen, ein bisschen weiterbauen. Und irgendwann ist es vielleicht so ein kleines Shelter hier. Aber allein jetzt schon, das macht einfach Spaß. Und ich habe das Versprechen umgesetzt. Ich habe in der Podcast-Folge gesagt, weil die Idee auf einmal so kam mit der Bude, habe ich gesagt, ey, ich gehe heute noch in den Wald und baue diese Bude. Ich glaube, ich werde diese Woche noch in den Wald gehen und eine Bude bauen. Und ich werde das bei Instagram dokumentieren. Und jetzt sitze ich hier, habe die Bude gebaut, sitze in dem kleinen Shelter hier drin, lass mir die Sonne ins Gesicht scheinen, werde jetzt noch ein bisschen lesen, einfach das hier genießen, mitten im Wald. Ich sitze hier auf dem Campingstuhl, die Vögel zwitschern, die Kulisse, die Sonne. Als Reminder für dich, mach wieder öfter Dinge, wo du einfach Spaß bei hast, wo du die Zeit komplett vergisst und nur in diesem jetzigen Moment bist. Und
Lass dein inneres Kind wieder spielen, egal was das bedeutet, ob du eine Bude im Wald baust, ob du auf den Spielplatz gehst, ob du in den Wellen sparst, ob du einfach darum spielst und tobst, ob du, was weiß ich, Kartfahren gehst, Fahrradfahren gehst, schwimmen gehst, das kann alles sein. Alles das, wobei du Spaß hast, wobei du die Zeit komplett vergisst und einfach nur in dem jetzigen Moment bist. Und das zu tun, bringt dir diese innere Freude, dieses innere Glück wieder zurück. Genau das wünsche ich mir für dich. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, das mal auszuprobieren. Yes! Herrlich. Draußen schmeckt doch einfach alles besser, oder? Besonders nach getaner Arbeit hier. Die Hütte ist fertig. Sitze ich hier noch ein bisschen. Gönne mir hier noch so einen kleinen Pfirsich. Lass mir die Sonne ein bisschen ins Gesicht scheinen. Geht schlechter. Mit dem Vogelgezwitscher im Hintergrund. Wirklich. Oh yeah! So good! So tasty! Mega. Die Kulisse verleiht dem Ganzen nochmal so eine extra Würze. Geil. Einfach schön. Einfach ein wunderschöner Kraftort hier. Es ist schon eine Meditation beim Essen. Ich werde mir jetzt nochmal eine richtige Meditation gönnen. Vorher ziehe ich mir noch den anderen Pfirsich rein. Und dann werde ich mir hier noch eine schöne Meditation gönnen. Und ich kann es dir immer wieder sagen, gönn dir die Zeit. Geh raus, verbring Zeit in der Natur. Besonders der Wald hat irgendwie so eine ganz besondere Bedeutung für mich. Eine schöne Connection, die es dir herstellen lässt. Es wird dir danach auf jeden Fall besser gehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Genieß deinen Tag. Ich bin Niklas, ich bin 26 und ich habe mir gerade eine Bude im Wald gebaut.